Dieser Gamer wollte das Unglaubliche schaffen, hat aber beinhart gecheatet. Der Speedrunner Superfast Jellyfish hatte sich nämlich zur Aufgabe gemacht, Super Mario 64 komplett blind durchzuspielen. Seinen 16-Sterne-Speedrun schafft er ohne Probleme in ganzen 42 Minuten. Doch seine Zuschauer wurden daraufhin sehr misstrauisch. Sie meinten nämlich, dass er seine Augenbinde abnehmen und stattdessen den Run mit einem Tuch über dem Kopf wiederholen sollte. Und daraufhin sagte der Streamer einfach nein. Genau dadurch flog er sofort auf.